zu dieser Frage: Putin, der neue Hitler, was ist das in Deutschland? Bösartig, könnte man sagen. Es findet tatsächlich eine verdrehte Form der Vergangenheitsentsorgung statt. Denn wenn Putin der neue Hitler ist, dann sind wir sozusagen eins zu eins. Wir haben den Original-Hitler gehabt, der hat Russland überfallen. Jetzt haben die ihren eigenen Hitler. Das gleicht sich irgendwie, soll sich sozusagen emotional irgendwie ausgleichen. Hallo zusammen und willkommen zurück auf Neutrality Studies, wo ich heute Dr. Leo Ensel zu Gast habe. Dr. Ensel ist ein Konfliktforscher und interkultureller Trainer mit Spezialgebiet im postsowjetischen Raum und Osteuropa. Dr. Ensel ist auch ein sehr fleißiger Schriftsteller, der seit vielen Jahren regelmäßig Beiträge für verschiedene Medienhäuser schreibt, zum Beispiel für die Nachdenkseiten, wo er im März einen sehr guten Aufsatz publiziert hat mit dem Titel Apathie und Schockstarre. Warum bleiben die Ängste vor einer Ausweitung des Krieges stumm und folgenlos? Darüber wollen wir heute reden. Dr. Ensel, herzlich willkommen. Dankeschön, hallo Schatz. Es freut mich, dass das Gespräch klappt, weil dieser Aufsatz, den Sie geschrieben haben, das ist eine Frage, die mir schon seit langem durch den Kopf geht. Warum hat man in Deutschland und in Europa generell, habe ich das Gefühl, keine Angst davor, dass dieser Krieg schlimmer, größer und vor allem noch nuklear wird? Warum hören wir sogar ganz viele Stimmen, die sagen, man darf keine Angst haben? Jetzt weitermachen, jetzt Langstreckenraketen in Russland rein. Woher kommt das? Ja, das ist die 100.000-Euro-Frage. Ich muss sagen, ich beschäftige mich mit dieser Frage nicht erst seit gestern oder vorgestern. Ich habe vor 40 Jahren genau darüber ein Buch verfasst. Da ging es um die Frage, damals um die Frage, warum haben wir vor atomarer Aufrüstung so gut wie gar keine Angst? Und die Situation damals war erschreckend ähnlich in einigen Punkten wie heute. Es standen ja damals, als ich geschrieben habe, waren sie noch nicht da. Sie standen ins Haus, Mittelstreckenraketen, Cruise Missiles, damals atomar bestückt. Der Unterschied ist, dass es damals eine Friedensbewegung gab, eine sehr breite. Die haben wir heute nicht. Und jetzt komme ich zu der Antwort, zu Ihrer Frage. Und die Antwort ist komplex, weil man das nicht in einem Satz oder auf ein Argument zusammenfassen kann. Ich würde sagen, es gibt aktuelle Gründe und es gibt Gründe, die in der atomaren Situation als solcher liegen. Das heißt also, die in anderen Situationen ebenfalls zugrunde liegen würden. Ich fange mal an mit der aktuellen Situation und damit das ein bisschen deutlicher ist, vergleiche ich mit der Friedensbewegung der 80er Jahre, wo ich Mitglied gewesen bin, wo ich sehr engagiert war. Heute befinden wir uns in Deutschland in einer Situation, wo wir seit den 90er Jahren, ich weiß nicht, wer es damals gesagt hat, ein Politiker, von Freunden umzingelt sind. Ganz im Gegensatz zur Situation während des Ersten Kalten Krieges. Damals war Deutschland ja, oder der Riss, der durch die Welt ging, ging ja durch unser Land in Gestalt von Stacheldraht und Minenfeldern, aber natürlich auch durch unsere Hauptstadt. Und zwar damals völlig klar, wenn es knallen sollte, dann sind beide deutsche Staaten das Schlachtfeld der Supermächte UdSSR und USA. Und dann würde bei uns kein Stein auf dem anderen bleiben. Es waren 6.000 Atombomben in Westdeutschland allein stationiert. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele damals in der DDR stationiert waren, aber es werden mit Sicherheit nicht wenige gewesen sein. Die meisten waren übrigens dafür gedacht, auf unserem Terrain zu detonieren. Also wir wären zu Tode verteidigt worden. Und dieses Bewusstsein hat sich Anfang der 80er Jahre weit verbreitet und hat dann mit zeitlicher Verzögerung dazu geführt, dass tatsächlich Hunderttausende von Menschen auf die Straßen gegangen sind. Heute sieht es auf den ersten Blick so aus, als wären wir nicht mehr bedroht. Man könnte auch sagen, die Bedrohung hat sich um gefühlte 1000, 1500 Kilometer
weiter nach Osten verlagert. Wenn es tatsächlich so weit kommen sollte, dass, was ja schrecklicherweise nicht völlig ausgeschlossen ist, dass unser Land über die NATO in den Ukraine-Krieg noch hineingezogen wird. Es gibt ja Aussagen zum Beispiel von Macron, der ja zumindest laut mit dem Gedanken gespielt hat, vor einigen Monaten französische Soldaten in die Ukraine zu schicken. Es gibt laute Forderungen von führenden deutschen Politikern. Ich denke an Herrn Kiesewetter und auch an einen grünen Politiker, die Taurus-Raketen, mit denen sie den Kreml pulverisieren können, weitreichend in Russland einzusetzen. Das könnte unabsehbare Folgen auf unser Land haben. Aber im Moment ist es praktisch noch so, wenn ich es vergleiche mit dem ersten Kalten Krieg, die Bedrohung selbst ist 1500 Kilometer weiter weg. Und dass das im Ernstfall keine Rolle spielen würde, das ist psychologisch nicht so richtig präsent. Das ist ein Argument. Es gibt mehrere Argumente. Ein zweites Argument ist, Krieg ist in den letzten Jahrzehnten in der öffentlichen Wahrnehmung eher etwas Abstraktes geworden. Das wird ja auch bei uns präsentiert, als wären das klinisch reine Joystick-Operationen. Gucken Sie sich an, vergleichen Sie sich die Bilder, die Sie von den kämpfenden Soldaten auf beiden Seiten der Front in der Ukraine sehen und vergleichen Sie das mit den Bildern, die aus Vietnam in die Fernseher der ganzen Welt geflattert sind. Damals waren die Reporter direkt vor Ort und haben entsprechende Bilder vom Töten, vom Morden, vom Sterben an der Front gezeigt. Heute sehen wir nichts. Es gibt sozusagen eine zynische Allparteienkoalition von Russen, von Ukrainern, von NATO, die alle ein Interesse daran haben, dass wir das Töten und Sterben an der Front nicht sehen. Dadurch wird natürlich die Fiktion erzeugt, als wäre Krieg etwas klinisch Reines, was es nicht ist. Parallel dazu stirbt die Generation, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, aus. Und auch die Generation, die den Kalten Krieg erlebt hat und der Kalte Krieg in den Knochen sitzt, wie zum Beispiel mir, wir werden ja auch nicht jünger. Also das heißt, danach kommen Generationen, die das aus erster oder zumindest aus zweiter Hand auch nicht mehr kennen und auch nicht mehr entsprechend traumatisiert sind. Das heißt, man jongliert vergleichsweise locker mit den Gewichten, auch etwas, was mir Angst macht. Dritter Punkt, die junge Generation. Wenn ich das vergleiche mit der Friedensbewegung der 80er Jahre, da waren wir ja alle 40 Jahre jünger. Die junge Generation heute hat sich so ausschließlich auf das Klimathema eingeschossen, dass sie nicht mehr sehen können, dass man das Klima schon mit einem begrenzten Atomschlag nachhaltigst vernichten könnte. Und dass Rüstung auch schon zu Friedenszeiten ein gewaltiger Klimakiller ist. Geschweige denn von Kriegszeiten, die wir ja haben. Also eigentlich gehört ja die Frage der möglichen Vernichtung der Welt mit kriegerischen Mitteln und der möglichen Vernichtung der Welt mit sogenannten friedlichen Mitteln untrennbar zusammen. Wir hatten damals in der Friedensbewegung der 80er Jahre dafür auch ein Wort, was bezeichnenderweise in Vergessenheit geraten ist. Das Wort hieß Ökopax. Ökologie und Frieden gehören zusammen. Jetzt haben wir diese merkwürdige Situation, dass wir eine Generationenpolarisierung haben, die man etwas plakativ zusammenfassen könnte in der Formel: den Jungen das Klima, den Alten der Frieden. Völliger Blödsinn. Es ist ja noch schlimmer, wenn man sich anschaut, was in Deutschland mit der Grünen Partei passiert ist, die ja aus der Friedensbewegung herauskam, aber das Grün in der Grünen Partei bezieht sich heute nur noch auf die Farbe der Uniform. So ist es. Ja. Wie erklären Sie sich das? Sie waren dort dabei, Sie haben sicher diesen Split miterlebt, als plötzlich die Grünen mit Frieden nichts mehr zu tun haben wollten, respektive
als aus irgendeinem Grund etwas umkippte und die Grünen dieses Spiel der NATO angefangen haben zu glauben, dass NATO und Bomben der Weg zum Frieden sind. Ja, das ist eine der erstaunlichsten Wendungen der deutschen Geschichte seit der Wiedervereinigung. Die mich auch sehr beschäftigt, die mich auch über alle Maßen ärgert, denn in den 80er Jahren war es ja tatsächlich so, dass die Grünen, als sie dann 1983 in den Bundestag eingezogen sind, sie waren sozusagen unser Standbein, oder Spielbein genauer gesagt, im Parlament. Um auf Ihre Frage zu antworten, ich denke, das war eine schleichende Entwicklung. Es gab jetzt, man kann in der Retrospektive ist man ja immer schlauer. Und in der Retrospektive kann man ein paar Wendepunkte sehen, wo sich die Grünen tatsächlich zu einer bellizistischen Partei entwickelt hatten, zu der bellizistischen Partei, die sie heute sind, wo auch die Pazifisten, die es ja mal gab und die eigentlich tonangebend waren, entweder tot sind. Ich denke vor allem an die klügste Politikerin, die die Grünen jemals hatten, möglicherweise auch Deutschland, an Antje Vollmer, die vor anderthalb Jahren gestorben sind. Wer sonst noch da ist, ist weggeekelt oder ist freiwillig gegangen oder hält freiwillig den Mund. In der Retrospektive glaube ich, dass die Erbsünde der Grünen die Zustimmung zum völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der NATO auf die Bundesrepublik Jugoslawien im Frühjahr 1999 gewesen ist. Sie erinnern sich, Joschka Fischer hat ja damals Auschwitz bemüht, dem Slogan der Friedensbewegung Nie wieder Krieg, hat er den Slogan Nie wieder Auschwitz entgegengesetzt. Also drunter hat er es nicht gemacht. Und das war, glaube ich, ein ganz starker Einschnitt. Und peu à peu kam natürlich dann auch eine neue Generation bei den Grünen an die Macht. Gucken Sie sich an, wie alt diejenigen sind, die jetzt an der Macht sind, zum Beispiel unsere Außenministerin. Bei Wikipedia kann man lesen, dass sie im Alter von 2 Jahren von ihren Eltern zu den Friedensdemos mitgenommen wurde. Also dieser Apfel fiel mittlerweile sehr weit vom Stamm. Und für die heutigen Grünen gilt, was die Generationsfrage angeht, was ganz Ähnliches, was ich eben etwas allgemeiner formuliert habe. Das sind alles Leute, die mit Krieg nichts mehr zu tun hatten. Dazu kommt, das ist jetzt meine persönliche Meinung, die Grünen haben eine bis in die letzte Körperzelle verankerte, fast physiologisch verankerte Überzeugung, dass sie auf der moralisch richtigen Seite sind. Und wenn man auf der moralischen richtigen Seite ist, dann ist einem so gut wie alles erlaubt. Es fehlt einfach eine Selbstreflexion, ob es wirklich richtig ist, dass die ganze Welt nach unserem Wesen tatsächlich genesen will, um Kaiser Wilhelm zu paraphrasieren. Also diese unglaubliche gefühlte moralische Arroganz bringt es ebenfalls mit sich, dass man denkt, man kann auch mit militärischen Mitteln die Welt jetzt zu ihrem Besseren bringen. Dabei, es ist, also ich kann mir das immer noch nicht richtig erklären, weil es hat auch nichts zu tun mit Intelligenz. Das ist nicht eine Intelligenzfrage. Und ich möchte Ihnen hier einfach, ich muss Ihnen kurz etwas schildern, was mir widerfahren ist. Und ich möchte gerne vielleicht Ihre Meinung dazu hören. Ich hatte zwei Gespräche über dieses letzte halbe Jahr verteilt mit zwei Historikern, ein Schweizer und ein deutscher Historiker. Also Top-Notch-Historiker, die ich für ihre Schaffen und ihre Werke bewundere, also sehr gute also historische Denker an den Universitäten. Ich hatte mit beiden ein Gespräch über den Verlauf des Ukraine-Krieges und habe meine Position geschildert, die sich eigentlich nicht, also meine Position ist die von John Mearsheimer und von Jeffrey Sachs und von Herrn Barb und von Ihnen und so weiter, dass man diesen Krieg unbedingt deeskalieren muss, dass man die andere Seite, wenn auch nicht, es nicht entschuldigen, aber verstehen muss und dass man die Sicherheitsgefühle von beiden Seiten in Betracht ziehen muss. Und
Am Ende, nach 50 Minuten, hat der Schweizer Historiker mir gesagt, Pascal, ich muss jetzt aufhören, mit dir zu sprechen. Mir ist jetzt physisch schlecht von der Untat, die du mir erzählst. Der zweite, der deutsche Historiker, mit dem waren, das war, da waren wir zusammen. Wir haben uns unterhalten. An einem Punkt hat er dann gesagt, wir müssen jetzt unbedingt Langstreckenraketen in die Ukraine reinfeuern, damit wir Putin ein Signal senden. Ich habe darauf dann erwidert, das dürfen wir auf keinen Fall tun. Also da dürfen wir, das sollte Europa und die NATO auf keinen Fall tun. Als Schweizer bin ich ja da nicht dabei. Das wäre extrem. Das könnte uns in einen dritten Weltkrieg hineinziehen. Also gesagt, was würde Putin niemals tun? Die NATO verteidigt ja nur. Habe ich gesagt, nein. 1999 hat die NATO angefangen anzugreifen. Da hat er mich angeschaut und gesagt, was? Wie bitte? Ich gesagt, ja, das war ein illegaler Angriffskrieg aus Jugoslawien. Und dann hat er etwas zu trinken in der Hand, hat das weggeworfen, hat mich angeschrien und gesagt, ich höre mir so ein Mist nicht an. Wir haben, erinnern Sie sich an Srebrenica, nie wieder Srebrenica. Die Emotion in ihm ist so stark geworden. Natürlich wir hatten auch Alkohol getrunken, vielleicht war das auch dabei, aber eine so starke emotionale Reaktion. Und von beiden diesen Historikern habe ich extreme emotionale Reaktionen erfahren auf meine Porträtierung dessen, was los ist. Können Sie sich das psychologisch erklären, dass Menschen dann sich so vereinnahmen und beide, der erste übrigens auch, hat Srebrenica erwähnt und Srebrenica war ja 1995 und der Angriff war 1999, aber da ist ein Link passiert, den die Leute automatisch machen und der irgendetwas triggert in Menschen drin. Offenbar ja. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht in diese beiden Historiker hineinschauen. Ich sage mal umgekehrt, wenn sie bei einem rationalen Diskurs geblieben wären, dann wäre ja die passende Gegenfrage von beiden Historikern gewesen, bitte begründen Sie doch, warum dieser Krieg völkerrechtswidrig gewesen ist. Dann hätten Sie das begründen müssen und die Begründung wäre gewesen, dass laut dem Völkerrecht ein Land nur unter zwei Bedingungen militärisch in einem anderen Land aktiv werden kann. Entweder es hat die Erlaubnis dieses Landes, der Regierung dieses Landes, oder es gibt ein Mandat vom UN-Sicherheitsrat. Es hat es beides nicht gegeben, also war es völkerrechtswidrig. Kann man ganz einfach sachlich begründen. Rational und ist ja auch Genau. keine emotionale Sache. Ja, also es gibt, ich kenne das auch von guten Bekannten. Manchmal, das ist das Schöne, wenn man das Ganze schriftlich macht per Mail, dann können Sie ganz genau an einer bestimmten Stelle sehen, wie die Menschen aussteigen, sich also einem rationalen Diskurs verweigern. Ich bringe das jetzt mal mit einem ganz anderen Beispiel. Ich bin vor 19 Jahren im Donbass gewesen. In Donetsk, in Gorlovka, ukrainisch Holivka, beides Gebiete jetzt, beides Städte im Rebellengebiet, in Artjomovsk, auch Bachmut genannt. Dieser Ort ist ja zu trauriger Berühmtheit im letzten Jahr gekommen. Fleischwolf Bachmut, Bachmuter Fleischwolf. In Konstantinowka, was ungefähr 30 Kilometer westlich von Bachmut liegt und im Moment noch unter Kiewer Kontrolle ist, aber bereits unter russischem Beschuss. Hintergrund war, ich habe die Kriegsroute meines Großvaters rekonstruiert, der dort von November 41 bis Sommer 42 als Arzt ein Armeelazarett geleitet hat. Und ich wollte mich mit Veteranen unterhalten, habe das auch getan und kenne seitdem eine Deutschdozentin und in Donetsk. Und als 2014 gab es ja diese schreckliche Geschichte in Odessa am 2. Mai, wo im Gewerkschaftshaus sogenannte pro-russische Demonstranten von sogenannten pro-ukrainischen Demonstranten attackiert wurden. Das Gewerkschaftshaus wurde angezündet. Menschen sprangen aus den Fenstern, es sind ungefähr um die 50 Menschen ums Leben gekommen. Es ist bis heute nicht richtig aufgeklärt. Und meine gute Bekannte in Donetsk sagte, das war ein Genozid. Und ich habe gesagt,
Genozid war das nicht. Was ein Genozid war, das wissen die Juden und das wissen die Armenier. Ich würde das als ein Massaker bezeichnen. Ein Massenmord, ja. Daraufhin wollte sie den Kontakt mit mir beenden. Also das heißt, ich denke, wenn Menschen so stark, hier ist es ja so, das war zu einem Zeitpunkt, wo Donetsk auch schon von der Kiewer Zentralmacht beschossen wurde. Der Donbass wird ja seit über 10,5 Jahren beschossen. Und es hat schon 13.000 Opfer dort gegeben gehabt, als Russland in den Krieg selbst einmarschiert ist, offiziell, worüber im Westen kaum berichtet wurde. Also Menschen sind manchmal so dünnhäutig, dass sie tatsächlich für einen Moment für einen rationalen Diskurs nicht mehr zugänglich sind. Hat denn das etwas damit zu tun, dass diese Gruppe von Leuten, von wo auch immer, dieses Weltbild oder ihre eigene Analyse dessen, wie die Welt funktioniert und was in der Welt gerade vor sich geht, mit sich selber intim verbinden, sodass, wenn man die Analyse bezweifelt, dass man automatisch sie persönlich trifft und dann eine emotionale Reaktion erfährt? Also, weil bei uns habe ich, also es gibt dann Leute, die abstrahierend ist, die können ein Argument über wie wir wahrnehmen, was passiert, die das trennen von der Duldung des Selbst vom anderen. Haben Sie da irgendwelche Gedanken? Ich würde sagen, das ist sehr menschlich. Und das gilt für alle, auch egal, welche Position sie vertreten. Also ich muss mir das auch immer wieder selber sagen, dass ich mir selber Mühe geben, dass ich für einen rationalen Diskurs offen bin. Das heißt auch, dass ich erstmal für die Argumente der Gegenseite offen bin, dass ich sie nicht persönlich nehme und nach wie vor auf Argumente höre. Also ich denke, erstmal ist es ganz menschlich. Und das ist jetzt völlig unabhängig davon, ob man sozusagen jetzt diese militaristischen Maßnahmen, die von unserer Regierung forciert werden, die von unserer Presse fast zu 100% gefordert werden, ob man diese teilt oder ob man ein sogenannter Putin-Versteher ist. Es ist einfach menschlich. Zu einem rationalen Diskurs gehört immer wieder, dass man sich Mühe gibt, auf die Argumente zu gucken und auch mit einem Auge sich selbst beobachtet. Also Selbstreflexivität kann niemals schaden in einer Auseinandersetzung. Gebe ich Ihnen absolut recht, aber da haben wir doch ein Problem, und zwar, dass der Diskurs über den Krieg auch so geführt wird, dass er gewisse Positionen von Anfang an verunmöglicht. Also dass Putin-Versteher oder auch dann auf Englisch das Kremlin-Stooge oder was wir auch nehmen wollen, ist ein Kampfbegriff, um eine gewisse Interpretation, eine Deutung des Krieges zu verunmöglichen und von Anfang an aus der Debatte auszuschließen. So ist es. Also das Ganze wird ja heutzutage auch genannt, wenn man jemanden erledigen will, dann heißt es, er bedient den Kreml-Narrativ. Genau. Man muss erst mal sagen, was sind denn eigentlich, es gibt Narrative und es gibt Fakten. Man sollte auf Fakten rekurrieren. Narrative sind immer Geschichten, die man um Fakten herum konstruiert, meistens so, dass sie einem selber gut in den Kram passen. Und wenn jemand argumentiert, sie bedienen den Kreml-Narrativ, dann liegt dem eigentlich eine absolut primitive These zugrunde, nämlich alles das, was der Westen sagt, entspricht den Tatsachen und alles das, was aus Moskau kommt, ist gelogen. In dieser Logik müssen Sie, entschuldigen Sie, wenn ich das noch sagen darf, sagen, dass 2 und 2 mindestens 7, wenn nicht 8 ist, wenn Putin gesagt hat, dass 2 und 2 4 ist. Also das ist das Niveau der Auseinandersetzung. Ja, mehr muss ich dazu sagen. Ich wollte genau dieses Argument gerade bringen. Wenn Herr Putin sagen würde, 2 und 2 ist 4, dann müsste man morgen im ganzen deutschen TV sagen, 2 und 2 ist jetzt nicht mehr 4. War noch nie 4 übrigens, hat nie gestummen, war immer ein... Aber es geht ja noch weiter dahin, dass der Vorwurf, ein Narrativ, ein Kreml-Narrativ zu bedienen oder auf Englisch wird ja dann immer gesagt, was war jetzt der Ausdruck, der Talking Point,
Das sei ein Putin-Talking-Point auf Englisch. Das ist ja eigentlich nicht die Behauptung, es ist eine Lüge. Also ein Talking-Point oder ein Narrativ kann ja durchaus das Eingeständnis sein, das stimmt, aber wir akzeptieren es nicht. Und es ist auch nicht mehr legitim, dieses stimmende Faktum in die Diskussion einzubringen. Und damit hält man sich hermetisch den Kopf und das eigene Narrativ sauber. Ja, damit entfernt man sich natürlich früher oder später auch von der Wirklichkeit. Und geht möglicherweise Risiken ein, die man besser nicht eingehen sollte. Also beispielsweise, wir haben es ja jetzt gerade mit einer Nachrüstung 2.0 zu tun, wie ich das nenne. Unser Bundeskanzler hat ja völlig aus scheinbar heiterem Himmel vor 2 Monaten verkündet, dass in 2 Jahren wieder Cruise-Missiles in Deutschland stationiert werden sollen, plus noch zu entwickelnde Hyperschallraketen. Wir machen uns damit zur Zielscheibe für russische Erstschläge, möglicherweise in einem Kriegs- und Krisenfalle. Ist das die gleiche Geschichte wie im Western High Noon? Zwei Seiten, die tödlich bewaffnet sind, treten aneinander an. Und in dieser Logik, in die sich beide Seiten dann hineinbegeben haben, muss jeder als Erster schießen. Das heißt, wir haben es mit einem Selbstzündungsmechanismus zu tun. Und bei den Hyperschallraketen kommt ja noch dazu, dass sie keine ballistischen Bahnen mehr beschreiben. Das heißt, die sind bis zum Schluss steuerbar und deswegen praktisch auch nicht mehr eliminierbar. Also die andere Seite ist gezwungen, ob da Putin sitzt, ob der Teufel da sitzt, Adolf Hitler oder der heilige Franz von Assisi. Jeder Mensch muss in dieser Situation als Erster auf den Knopf drücken. Wir hatten damals, vor 40 Jahren in der Friedensbewegung, wo es eine ähnliche Situation gab, den Spruch, Rampen für Raketen sind Untergangsmagneten. Diese Risiken geht man dann ein, wenn man einen Blick hat, der nicht mehr das Ganze anvisiert. Wenn Sie gestatten, darf ich noch mal zurückkommen. Ihre Ausgangsfrage war ja, warum ist man so passiv? Warum nimmt man diese Gefahren eigentlich so vergleichsweise widerstandslos hin? Und ich hatte am Anfang gesagt, es gibt zwei Gründe: aktuelle Gründe und Gründe, die in der atomaren Situation selbst liegen. Und wenn Sie es mir erlauben, würde ich gerne zu dem zweiten Punkt noch ein bisschen was sagen, weil das sehr wichtig ist. Bitte. Warum haben wir vor der größten möglichen Gefahr, dass Menschen in der Lage sind, diesen Planeten nicht nur einmal, sondern x-mal komplett zu zerstören, fast keine Angst? Jeder weiß das, keiner findet das gut. Aber ich habe noch niemand gesehen, der aus Angst zusammengebrochen wäre vor dieser Situation. Jeder Hund, der sie an der Straße ankläfft, löst mehr Angst und Schrecken aus als diese Information. Das ist eine völlig abstrakte Information. Und das hat etwas zu tun, und jetzt referiere ich einen Philosophen, der schon in den 50er Jahren, also vor ungefähr 70 Jahren, das auf klassische Formulierungen gebracht hat. Es hat etwas damit zu tun, dass diese Gefahr einfach zu groß ist. Sie übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Günther Anders hat das mal sehr schön formuliert. Er hat gesagt, herstellen können wir die Apokalypse. Vorstellen können wir sie uns nicht. Wir können uns nicht mehr vorstellen, was wir herstellen und anstellen können. Das heißt, als Hersteller der Zerstörung haben wir gottgleiche Allmacht, als Vorstellende sind wir Zwerge. Unsere Vermögen klaffen auseinander, je größer die technischen Mittel sind, die wir irgendwann einmal hergestellt haben. Dazu kommt natürlich, die Gefahr ist so über alle Maßen entsetzlich, dass man sie aus ganz verständlichen Gründen nicht an sich heranlassen will. Sie ist nirgends richtig zu orten. Das heißt, die ist eigentlich überall und damit nirgends. Atombomben selber sehen wir nicht. Und selbst wenn wir sie sehen würden,
würden wir gar nichts sehen, weil wir den Dingen, diesen Dingen nicht mehr ansehen können, was sie anrichten können. Vergleichen Sie eine Atombombe mit einem antiquierten Messer. Dem Messer können Sie ganz genau sehen, was es anrichten kann. Die Atombombe sieht vergleichsweise harmlos aus, aber ihr Effekt ist im Vergleich zu ihrem Aussehen unvorstellbar zu groß. Und das Infernalische an diesem Sachverhalt ist, dass es die Verdrängung ungeheuer fördert. Das heißt, wenn wir es zu Ende denken, je größer die Gefahr, desto unvorstellbar, desto weniger sind wir rational und vor allen Dingen emotional in der Lage, darauf zu reagieren, desto weniger tun wir etwas dagegen und desto leichter kann diese Gefahr eintreten. Je größer die Gefahr, desto leichter kann sie eintreten. Das ist die infernalische Logik. Zwei Fragen. Interpretieren Sie das als eine individualpsychologisches oder emotionale, ein emotionales Problem oder Defekt, also auf dem Level des Individuums, und dass man diese Vorstellung schon hervorholen kann, respektive das Verstehen darüber? Oder ist es in unserer DNA angelegt, dass wir das nicht können, dass wir dazu nicht in der Lage sind? Erste Frage. Zweite Frage. Warum hatte man im Kalten Krieg doch Angst? Also wenn ich den Ausführungen meines Vaters zuhöre, dann hatte der Angst. In den 60er Jahren hatte der Angst vor dem Atomkrieg, und die Schweiz hat für jeden Haushalt Bunker gebaut. Den Bunker, also massenweise Bunker baut man nicht, weil man das Gefühl hat, es kommt alles gut. Da war echte Angst da im Kalten Krieg. Und jetzt ist sie weg. Obwohl wir jetzt ja noch mehr von diesen... Also wir haben zwar weniger Atombomben als damals, aber die wir haben, die sind viel mächtiger. Bitte. Ja, zwei sehr, sehr gute Fragen. Ich versuche mal auf Ihre erste Frage einzugehen. Sie haben gesagt, ist das eine individualpsychologische Frage? Nein, Günther Anders, auf den ich mich hier sehr beziehe, weil er das als Erster auf wirklich klassische Formulierungen gebracht hat und weil er leider Gottes in der Zwischenzeit in Vergessenheit geraten ist. Und ich sehe auch ein bisschen meine Aufgabe, diese Gedanken wieder in den öffentlichen Diskurs einzuspeisen. Denn wir müssen nicht das Rad zum 125. Mal erfinden. Das ist alles schon durchdacht worden, auf klassische Formulierungen gebracht worden. Es ist nur in Vergessenheit geraten. Günther Anders hat von der sogenannten oder hat die Formel der Antiquiertheit des Menschen geprägt. Damit meint er, der Mensch bleibt hinter seinen eigenen Produkten zurück. Schauen Sie sich mal an, wenn Sie Gestein vom Mars holen wollen, dann machen Sie das eigentlich viel praktischer mit einer unbemannten Sonde. Die kann das alles wunderbar machen. Wenn Sie da Menschen aus Fleisch und Blut hinschicken wollen, vielleicht kommt es ja irgendwann auch mal, dann ist das ein absolut höchst kompliziertes Unterfangen. Geräte können das viel besser, viel schneller. Also in diesem Sinne könnte man überzogen sagen, auch wieder eine Formulierung von Günther Anders, der Mensch ist der Saboteur seiner eigenen Produkte. Die Produkte können eigentlich viel besser ohne den Menschen. Das sehen wir gerade im Moment aktuell beim Thema künstliche Intelligenz, wo wir ja auch noch gar nicht wissen, wo das uns überhaupt hinführen wird. So, und jetzt versuche ich Ihre Frage im Detail zu beantworten. Einerseits kann man sagen, Menschen, und zwar wir als Menschheit, haben uns tatsächlich in eine Situation hinein manövriert, ohne dass da ein Masterplan zugrunde lag, dass wir aber tatsächlich mit unseren selbst geschaffenen Geräten uns das Ende bereiten können. Seit Hiroshima ist das klar. Und gleichzeitig, ich sage es mal so, große Schwierigkeiten haben, uns noch vorzustellen, was wir herstellen können. Sie merken, ich relativiere ein kleines bisschen diese Formulierung von vorhin, die sehr ausschließlich war. Günther Anders, der natürlich, weil er gerade diese Diskrepanz zum Dreh- und Angelpunkt seiner Philosophie gemacht hat, stand natürlich auch genau vor dieser Frage, die Sie jetzt gerade eben formuliert haben. Ist dieser Abgrund zwischen Herstellen und Vorstellen unüberbrückbar? Oder gibt es doch
zumindest einen gewissen Elastizitätsspielraum, sagen wir mal so. Und er favorisiert diese These. Das heißt, unsere Gefühle haben eine gewisse Dehnfähigkeit, könnte man fast sagen. Also ein Beispiel. Jemand will Ihnen eine Nachricht übermitteln, von der er weiß, dass er Sie damit schockieren wird. Dann, wenn er einigermaßen sensibel ist, dann wird er so etwas sagen wie: Machen Sie sich bitte jetzt mal auf etwas gefasst. Am besten setzen Sie sich mal hin. Das heißt, dann appelliert er im Grunde schon an Sie, dass etwas kommen wird, was Ihr normales Alltagsgefühl überschreitet. Sie selbst machen sich darauf gefasst. Das heißt, Sie stellen sich auch darauf ein, dass jetzt etwas kommt. Das heißt, wir haben schon die Möglichkeit, bis zu einem gewissen Grad unser Gefühlsvermögen auszudehnen. Und anders würde sagen, das ist jetzt in dieser Zeit auch unsere Aufgabe. Wenn wir nicht hinter unseren Produkten hoffnungslos zurückbleiben wollen, müssen wir sozusagen die Elastizität unserer Gefühle trainieren. Das heißt, das ist eine Aufgabe. Wir müssen Gefühle leisten. Ich habe vor 42 Jahren genau über dieses Thema ein Buch geschrieben und da hatte ich das so genannt: Wir müssen die richtige Angst lernen. Eigentlich hätte man sagen müssen, einüben. Dass das ansatzweise tatsächlich funktionieren kann. Und Gott sei Dank müssen wir ja nicht das adäquate Maß der Angst in uns aktivieren. Das könnten wir in der Tat nicht. Was der Bedrohung adäquat wäre, das würde uns tatsächlich ohnmächtig machen. Es reicht, wenn wir einen kleinen Aspekt tatsächlich gefühlsmäßig realisieren können. Und dann stehen wir vor der Aufgabe, wie kann die erlebte Angst uns zum Handeln antreiben und nicht dazu führen, dass wir völlig in Ohnmacht versinken. Vor 40 Jahren war es ein bisschen einfacher. Ich habe jetzt die Situation gerade vor kurzem mit einer guten Bekannten gesprochen und wir waren uns einig, dass die Situation im Moment sehr ernst ist. Und sie fragte mich, ja, was soll ich denn jetzt machen? Völlig berechtigte Frage. Vor 40 Jahren hätte ich gesagt, guck mal, welche Friedensgruppen es bei dir in der Stadt gibt und guck sie dir an und dort, wo du dich am wohlsten fühlst, dann mach doch da am besten mit. Das müssen wir jetzt alles wieder aufbauen. Ja, das sind sehr gute Ausführungen. Und das nächste Problem, auf das wir eingehen müssen, ist, wo ist die Friedensbewegung hin? Aber bleiben wir noch bei dem Punkt, weil der Punkt der Angst, die haben in ihrem Aufsatz auch wunderschön geschrieben, Mut zur Angst. Also Mut, wieder Angst haben zu dürfen. Auch eine Formulierung von Günther Anders, nicht von mir. Auch Herr Anders. Alles auf klassische Formulierungen schon gebracht. Es geht ja auch dahin, das war für mich auch eine Frage, so Schweden und Finnland haben ihre Neutralität aufgegeben, die sie für die Schweden 200 Jahre durch die europäische Politik gebracht haben, für die Finnen durch den Kalten Krieg, und zwar mit der ganzen Logik, wir werden keine Bedrohung für den anderen. Das hat man aufgegeben und jetzt sind beides Frontstaaten in einem, wären Frontstaaten in einem NATO-Krieg und das alles wieder verbunden mit dieser Idee, nein, Abschreckung funktioniert. Das geht auch in diese Richtung und auch die Absenz, also dessen, was Sie am Anfang gesagt haben, dass wir das Blut, wir sehen das Blut nicht, wir sehen den Krieg nicht. Wir hatten einen Moment, da hat man Kriegsfilme im deutschen Fernsehen, im ZDF und ARD, die waren jede Woche zwei oder drei da, wie schlimm der Krieg war. Und die verblutenden Soldaten hat man gesehen, also respektive die gespielten und so weiter, oder? Auch die Antikriegsfilme, die richtigen Antikriegsfilme sind ja Full Metal Jacket und Platoon und Merry Christmas, glaube ich, oder? Der wunderschöne Film über den Ersten Weltkrieg, in dem man das Leiden der Soldaten sieht und dann die Katharsis über das Zusammenkommen und das Weihnachten feiern und dann wieder das Abschlachten. Und all das ist jetzt weg. Es ist sogar verboten. YouTube und Twitter und so weiter verbieten ja, dass man echte Bilder von verblutenden Kindern in Palästina zeigt, weil das würde ja das Gemüt
Ja, ja. schockieren. Das haben wir alles irgendwie innerhalb von einer Dekade hingekriegt, weil das war mal da. Diese Kriegsfilme waren da. Ja, ich weiß nicht, ob Sie wissen, ich habe zweimal die Möglichkeit gehabt, mich mit Michael Gorbatschow persönlich zu treffen in seiner Stiftung. Und er erzählte mir bei unserem ersten Treffen, die damalige atomare Abrüstung, es sind ja 80% der Atomsprengköpfe weltweit verschrottet worden. Das Ganze fing an, dass Gorbatschow es damals gegen den damals noch widerstrebenden und höchst misstrauischen Westen, er hat ihm im Grunde die Abrüstung im Kurz- und Mittelstreckenbereich, also genau das, was jetzt wieder vor der Tür steht, hat damals Gorbatschow diese Abrüstung dem Westen fast aufgezwungen durch eine Attacke von Diplomatie und von einseitigen Maßnahmen. Also grandios, eine Sternstunde der Geschichte. Und er hat mir gesagt, das wäre ihm gelungen, weil sowohl er als auch Ronald Reagan gewusst hätten, was ein Atomkrieg anrichten kann. Und bezogen auf Ronald Reagan habe ich das da zum ersten Mal gehört. Ich habe anschließend ein bisschen recherchiert. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es gibt die Geschichte, dass Ronald Reagan in einer Situation, wo sich die Konfrontation sehr zusammengespitzt hatte, im Herbst 1983, dass er da den Film The Day After gesehen hat. Das war ein Film, der damals lief, über einen Atomschlag. Und das hätte, so die Geschichte, ein Umdenken bei ihm bewirkt. Ja, das ist alles weg. Beinahe hätte ich gesagt, das ist stinknormal für jeden stinknormalen Krieg, dass alles dafür getan wird, dass man sich möglichst wenig vorstellen wieder soll. Also wieder die mangelnde Vorstellung, diesmal hier erwünscht, was tatsächlich passiert oder passieren könnte. Das ist unsere Aufgabe, unsere nicht schöne Aufgabe, genau das wieder in den Diskurs hineinzubringen. Und damit macht man sich nicht besonders beliebt, weil es keine schönen Fakten sind, weil man ja auch die Menschen aus der verständlichen Schockstarre oder sich damit nicht beschäftigen wollen. Es ist ja alles nachvollziehbar. Ja, weil Wir wir müssen. unterhalten uns darüber, wie macht man den Leuten Angst? Wir müssen die Angst wieder lernen. Und Ja, und wobei. Ich denke, das ist nur ein Aspekt. Also die Angst treibt einen dann tatsächlich nicht zum Handeln, wenn man nicht irgendwo irgendeine Möglichkeit sieht. Also ich glaube, wenn wir nicht parallel dazu tatsächlich Strukturen des zivilen Ungehorsams, des gewaltfreien Widerstands aufbauen können, wo die Menschen, die sich für einen Moment zumindest dieser Gefahr gestellt haben, und zwar nicht nur auf einer reinen kognitiven Ebene, sondern zumindest versuchen, ein Stück weit auch diese Gefühle zuzulassen, dass sie auch irgendwo eine Möglichkeit haben, diese berechtigte Angst in Handeln umzusetzen. Also wenn es nicht parallel dazu in irgendeiner Weise Handlungsmöglichkeiten gibt, dann wird die erlebte Angst auch in aller Regel unproduktiv sein. Denn dann treibt sie einen in die Ohnmacht und in die erneute Fassungslosigkeit und dann möchte man jetzt gar nichts mehr damit zu tun haben und steckt den Kopf verständlicherweise in den Sand. ja, das ist, es gibt ja diese Aussage, wenn man Angst hat, respektive richtig einen Schock kriegt, weil man richtig bedroht wird, dann gibt es die zwei Handlungsoptionen, auch instinktiv, fight or flight, also Flucht oder Kampf. Und in dem Nein. Sinne ist Kampf nicht gedacht, Kampf 1:1, sondern das Ankämpfen gegen das, was man jetzt vor sich hat. Also müssten wir einen Weg herausfinden, Leute dazu zu inspirieren, sich gegen diese Bedrohung des atomaren gegenseitigen Vernichtungs, sich dagegen zu stellen. Und das war doch die Friedensbewegung. Die Ja, natürlich. Friedensbewegung war die aktive Bekämpfung dieser Gefahr. Und Ja, und das bedeutet ja, dass man sich an die jeweiligen an die Machthaber der jeweiligen eigenen Gesellschaft wendet. nicht die anderen, sondern die eigenen. Nicht in Deutschland Herrn Putin und in Russland den Herrn Scholz, sondern umgekehrt. Wir gegen Wir die müssen anderen. anfangen aufzuhören. Wir. Das heißt, in diesem Kontext würde das bedeutet ja nicht, dass man sich von heute auf morgen total wehrlos und nackt macht, sondern es geht meiner Meinung
um was ganz anderes. Das, was ich dem sogenannten kollektiven Westen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg vorwerfe, und damit meine ich unsere Bundesregierung, damit meine ich die EU, damit meine ich die NATO und damit meine ich die USA, das ist die Totalverweigerung in Sachen Diplomatie. Ich hätte, wäre nicht begeistert gewesen, aber dass man, als Russland in die Ukraine einmarschiert hat, Kiew mit Waffen unterstützt hat, dass Russland Kiew nicht erobern kann und damit, ich denke, das war das Ziel, ein, wie sagt man heute so schön, Regime Change installieren kann. Klammer auf, die Blaupause dafür stammt ja wiederum vom Westen. Aber gut, mit solchen Waffen, Lieferungen hätte ich noch leben können, wenn parallel dazu alles, aber auch alles getan worden wäre, die Diplomatiemaschine anzuschmeißen. Es ist ja genau das Gegenteil passiert. Es gab ja eine Einigung schon zwischen der Ukraine und Russland, die vom Westen boykottiert worden ist. Das heißt, wenn hier gesagt wird, mit Putin kann man nicht verhandeln, dann muss ich die Gegenfrage stellen, ja, wie lange soll dieser Krieg denn noch gehen? Wie viele Soldaten, wie viele Zivilisten sollen denn noch über die Klinge springen? Und bei Soldaten muss man ja auch nochmal sehen, abgesehen von Freikorps, die es auf beiden Seiten gibt, ich vereinfache jetzt ein bisschen, auf ukrainischer Seite Azov und auf russischer Seite Wagner, die es ja jetzt in dieser Form zumindest nicht mehr gibt, haben wir es bei den Kämpfenden auf beiden Seiten mit zwangsverpflichteten Männern zu tun. Ganz normale Männer, die eigentlich am liebsten wieder zu ihrer Familie zurück wollen und ein ganz normales Alltagsleben wiederführen wollen. Wie viele Menschen wollen wir noch opfern? Soll die Ukraine völlig zu Tode verteidigt werden mit Streumunition, mit Uranmunition, die das eigene Land zerstören? Und wenn man dann sagt, mit der anderen Seite kann man nicht verhandeln, dann verlängert man den Krieg bis zum allerbittersten Ende. Das heißt, und eine Aufgabe, eigentlich das Normalste von der Welt, der Bevölkerung, ob man das jetzt Friedensbewegung nennt oder von mir aus, es gibt ja mittlerweile auch Möglichkeiten, eine bestimmte Partei bei den Wahlen zu wählen. Also, wäre, dass man die Forderung stellt an die Regierenden des eigenen Landes, Diplomatie einzusetzen. Alles mit mindestens so viel Diplomatie in diesem Krieg einzusetzen, wie man an Waffen einsetzt. Mindestens das Gleiche. Also das wäre schon mal eine ganz wichtige Forderung, die von der Bevölkerung kommen müsste. Und zwar im Sinne der gut verstandenen eigenen Interessen. Wir leiden jetzt schon darunter in Form von Inflation. Unsere Wirtschaft geht den Bach runter, weil wir uns der billigen Energieversorgung aus Russland wir haben sie uns selber verwehrt. Wir schießen uns selbst ins Knie, indem wir Russland sanktionieren. Die russische Wirtschaft brummt. Das heißt, der Krieg ist nicht in unserem Interesse und es ist vor allem nicht in unserem Interesse, dass wir in diesen Krieg hineingezogen werden. Diejenigen, die fordern, dass zum Beispiel die Krimbrücke mit Taurus-Raketen attackiert werden soll oder die solche Spiele machen oder die fordern, diese Raketen in der Tiefe des russischen Terrains einzusetzen. Die spielen mit unserer eigenen Sicherheit, weil sie provozieren die Gegenschläge. General Kujat, mit dem ich einen guten Kontakt habe, hat das mal auf die Formel gebracht, bisschen altmodisch, hat gesagt, diese Menschen sind schlechte Patrioten. Was machen sie mit unserem Land? Ja, das, die Analyse und das Bild, das Sie zeichnen, ist für mich absolut 100% nachvollziehbar. Aber eben wir teilen die gleiche Analyse über das Problem der Situation. Das Perfide ist doch, dass dieses Spiel, und vielleicht muss ich Sie da wirklich auch fragen, und ich habe auch, also meine Großmutter war Deutsche und ihr großer Bruder ist an der Ostfront gestorben. Also ich habe in der SS, ich habe auch Nazis in der Familie. Und der ist viel jünger gestorben. Der war 26 und ist an der Ostfront zu Ende gegangen. Also wahrscheinlich ziemlich schlimm. Ich kann mir das nicht schön vorstellen. Gibt es
da noch Schuldgefühle in Deutschland? Also, weil ja im Moment das Hauptargument, das Nummer eins Argument ist ja das, warum man nicht verhandeln kann mit Herrn Putin, ist, weil Herr Putin ist Hitler. Der ist Hitler, mit dem kann man nicht verhandeln. Und das Extreme dabei ist, dass dieser Vorwurf vor allem, also am stärksten aus Deutschland herstammt, dass dieser Mann Hitler ist. Ist da noch sehr viel Projektion, historische Schuldgefühle, die herausprojiziert werden ins andere hinein? Mir fallen dazu zwei Gedanken ein. Auch wieder ein allgemeinerer und ein speziellerer. Ich fange diesmal mal mit dem Allgemeineren an. Der britische Physiknobelpreisträger Blackett hat in den 50er oder 60er Jahren mal folgenden Satz geprägt: Wenn eine Nation über eine absolute Waffe verfügt, dann ist es psychologisch notwendig, an einen absoluten Feind zu glauben. In etwas mehrere Sätze übersetzt heißt das, wenn ich über eine Waffe verfüge, die Hunderttausende, die Millionen unschuldiger Menschen innerhalb kürzester Zeit in Leichen verwandeln kann, dann kann ich das vor meinem Gewissen, wenn überhaupt, nur rechtfertigen, indem ich die andere Seite zum absolut Bösen deklariere. Zugespitzt könnte man sagen, die Atombombe befiehlt jedem ihrer Besitzer den passenden Feind. Das heißt, wir sind gezwungen, wenn wir Massenvernichtungsmittel haben, uns einen absoluten Feind zu konstruieren. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die Wiedergeburt von Hitler, die sehen wir immer dann, wenn der Westen anfängt, einen neuen Krieg anzuzetteln. Putin ist nicht der erste neue Hitler. Also das war in den Ende der 90er Jahre war es Milosevic, völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Dann war es 2003 Saddam Hussein, völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Jetzt ist es Putin. Also das heißt, das ist ein Pattern. Ja, stimmt. Neue Hitlers werden Sie immer wieder finden. Die brauchen sie auch, denn sonst können sie einen Angriffskrieg gar nicht rechtfertigen. Wobei hier die Situation in der Ukraine ist komplizierter. Speziell die deutsche Perspektive. Und ich würde da noch mal gerne vorwegschicken wollen, dass ich doch einen großen Unterschied konstatiere zwischen öffentlicher Meinung und veröffentlichter Meinung. Also schon bei einer Umfrage Ende Februar vom Meinungsforschungsinstitut INSA haben 61% der Deutschen gesagt, sie fürchten, dass der Ukraine-Krieg auf NATO-Gebiet übergreifen könnte. Also das heißt, dass da überhaupt kein Problembewusstsein in der Bevölkerung wäre, kann man nicht sagen. Und nach neuesten Umfragen haben, glaube ich, 69% der Deutschen sich für Diplomatie im Ukraine-Krieg ausgesprochen. Also eine richtige kriegsbegeisterte, kriegsgeile, sorry, das Wort Bevölkerung sieht anders aus. Ich denke nicht, wir haben es hier in Deutschland mit einer überwiegenden Mehrzahl von Menschen zu tun, die möglichst mit fliegenden Fahnen jetzt gegen Russland vorgehen wollen. Ganz im Gegenteil. Also es gibt Gott sei Dank natürlich Unbehagen, unterschwellige Ängste, vielleicht nicht so, dass man jetzt anfängt, vor Angst zu schlottern, aber es ist niemandem eigentlich recht. Und die veröffentlichte Meinung ist ganz anders. Sie ist ganz stark kriegstreiberisch. Und jetzt zu dieser Frage, Putin, der neue Hitler, was ist das in Deutschland? Bösartig, könnte man sagen. Es findet tatsächlich eine verdrehte Form der Vergangenheitsentsorgung statt. Denn wenn Putin der neue Hitler ist, dann sind wir sozusagen eins zu eins. Wir haben den Original-Hitler gehabt, der hat Russland überfallen. Jetzt haben die ihren eigenen Hitler. Das gleicht sich irgendwie, soll sich sozusagen emotional irgendwie ausgleichen. Und es gibt noch ein anderes Wort, was ich fast noch verräterischer finde. Der Krieg dauerte ein paar Monate. Es waren vielleicht 3 oder 4 Monate. Da hat unser Bundeskanzler Scholz vom Vernichtungskrieg geführt, den Russland gegen die Ukraine führen würde. Vom Vernichtungskrieg. Vernichtungskrieg gesprochen, ja.
Vernichtungskrieg gesprochen. Das wird auch dieses Wort, wie das Wort Zeitenwende, was genauso ideologisch ist, geht natürlich in den öffentlichen Diskurs ein und wird öfters mal bemüht, zitiert. Vernichtungskrieg ist das, was Wehrmacht und SS zwischen 1941 und 1944 auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion begangen haben. Fast 27 Millionen Tote. Das ist ein Vernichtungskrieg. Und das spielt in Srebrenica hinein. Srebrenica war ein Moment, in dem eine große Gruppe von Leuten vernichtet wurde. Das ist dasselbe Sentiment, dasselbe Gefühl des nie wieder, dieses nie wieder. Ich würde sagen, Srebrenica war ein Massaker. Und es ist Ja, nicht ich muss das es sagen, größte emotional Massaker. habe ich das Gefühl, spielt es dieselben Gefühle an, das Wort Vernichtungskrieg oder Srebrenica. Dass man jetzt etwas tut gegen ein absolutes Übel, das man selber in der Vergangenheit zugefügt hat. Ja, ich sehe auch diese Gefühle, die getriggert werden. Wir sollten uns nur von spontanen Gefühlen nicht so überwältigen lassen, dass wir uns das Denken abgewöhnen. Srebrenica war ein Massaker und damit ein Verbrechen. Und das größte Massaker auf europäischem Boden seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Ob was in der Vorgeschichte des Kosovo-Krieges passiert ist, darüber bin ich zu wenig informiert. Aber es spricht einiges dafür, dass es dort auch Manipulationen von westlich orientierten Kreisen gegeben hat. Ich drücke mich jetzt sehr, sehr vorsichtig aus. Ein Vernichtungskrieg besteht nicht aus einem Massaker, sondern aus unzählig vielen Massakern. Also, was die SS angerichtet hat in einer ukrainischen Kleinstadt, in einem russischen, nee, vor allen Dingen weißrussischen Dorf, das entspricht mindestens der Hälfte von Srebrenica. Ich habe jetzt gerade einen, Sie kennen wahrscheinlich Babi Yar. Da haben Ende September 1941 das SS-Sonderkommando, glaube ich, 4A, hat innerhalb von 2 Tagen über 30.000 Menschen erschossen. Übrigens mit tätiger Unterstützung deutscher Ordnungspolizei und soweit ich weiß auch mit tätiger Unterstützung ukrainischer Hilfstruppen. Also das heißt, das ist ein, und das war nicht das einzige Massaker, es folgten ganz viele. Der Holocaust hat ja auf dem Gebiet der Sowjetunion angefangen, und zwar in Gestalt von Massenerschießungen ganzer jüdischer Gemeinden. Die Vergasungseinrichtungen kamen erst später, weil man gemerkt hatte, dass diese Maßnahmen unzumutbar waren, und zwar für die Täter. Himmler hatte Angst, dass diese Täter anschließend nicht mehr sozial kompatibel sind, und diese armen Täter musste man entlasten, und dann hat man andere Methoden gefunden. Das ist ein Vernichtungskrieg. Und wenn wir jetzt von Vernichtungskrieg sprechen, jeder Krieg ist ein Verbrechen, und ich will überhaupt nicht den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine rechtfertigen, wenn ich auch sehe, dass der Westen eine Menge Mitschuld hat, um es sehr vorsichtig zu formulieren. Aber das Ausmaß an Toten rechtfertigt nicht den Begriff Vernichtungskrieg. Das ist ideologisch. Und es ist, wenn man es bösartig sagen würde, auch in Kombination mit dem Wort Putin ist ein zweiter Hitler, ein sehr billiger Versuch deutscher Vergangenheitsentsorgung. Ich habe einen guten Freund und der sagt mir auch immer, Putin ist wie Hitler, und dann frage ich ja, warum? Und dann sagt er, ja, das ist genau dieselbe narzisstische Kränkung als Kind, Klammer auf, er ist Psychoanalytiker. Und dann habe ich gesagt, ja, hat Putin denn auch 6 Millionen Juden umgebracht? Das hat er natürlich nicht. Also in dieser Logik ist Putin ein Hitler minus Holocaust. Das erinnert mich ein bisschen an diese schöne Formulierung. Wussten Sie eigentlich, dass die Alpen einen sehr traurigen Anblick bieten, wenn man sich die Berge einmal wegdenkt? Das ist Putin ohne Holocaust. Es ist eine. Wir werden an dem noch lange kämpfen. Also wir auch die Aufarbeitung dessen, was im Moment geschieht, psychologisch mit den Leuten, sozial, die politischen Veränderungen. Und wir haben es gar nicht geschafft, eigentlich richtig auf die Absenz der Friedensbewegung einzugehen. Wir sind jetzt bei einer Stunde, also wir müssen langsam fertig machen. Ich möchte einfach noch sagen, dass
wir hoffentlich das schon wieder aufbauen können und wir vernetzen uns im Moment auch untereinander. Das merkt man auch gut. Man ist jetzt 2 Jahre später an einem besseren Standpunkt, habe ich das Gefühl, untereinander, indem wir auch wieder von etwas Ähnlichem wie einem Friedenskern reden können, der Leute, die sich austauschen, auch über Grenzen hinweg. Herr Dr. Ensel, die Leute, die gerne ihren Ausführungen und ihren Aufsätzen folgen möchten, wo tut man das am besten? Wo findet man sie? Googeln Sie die Nachdenkseiten und geben Sie in die Suchfunktion Leo Ensel ein oder bei Global Bridge, eine Plattform, Schweizer Plattform, Christian Müller. Christian Müller, oder bei Free21, die mein guter Bekannter Dirk Pohlmann rausbringt. Also da finden Sie genug. Gut, ich werde das alles verlinken. Herr Dr. Ensel, wir müssen uns dann einander mal wieder unterhalten. Das war höchst interessant für mich. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne, ich danke auch. Thank you.